Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg zum Wald. Sind noch nicht ganz angekommen, sind wir in circa 20 Metern. Ja, ich bin darauf hingewiesen worden von einem geschätzten Zuschauer aus der Schweiz, dass in der neuen Zürcher Zeitung ein für mich interessanter Artikel steht. So, jetzt muss man kurz erwähnen für uns Deutsche, was ist die Zürcher Zeitung? Also zunächst mal, auf der Zürcher Zeitung steht drauf, neue Züricher Zeitung, wenn man das dann so lesen würde. Und wenn man das so liest, dann macht man sich in der Schweiz gleich mal unbeliebt. Das ist mindestens genauso schlimm, wie wenn man ein Züricher Geschnetzeltes bestellt. Ja, also Züricher spricht man in der Schweiz Zürcher aus. Ja, ganz, ganz wichtig, wenn man sich nicht unbeliebt machen möchte. Ja, die neue Zürcher Zeitung, die ist erstens seit 300 Jahren oder was nicht mehr neu. aber zweitens ist das tatsächlich ein sehr, sehr renommiertes Blatt. Das ist so die gebildete Zeitung sozusagen, wenn man in der Schweiz Zeitung lesen möchte. Und die hat mit Zürich zu tun, dass sie da wohl sitzt. Aber das ist keinesfalls eine Lokalzeitung. Das ist so das Blatt für Weltgeschehen, Weltpolitik, Weltwirtschaft und auch Wissenschaft. Und ja, da drin gibt es einen wirklich großartigen Artikel, der mir großen Spaß gemacht hat und der mich auf ein Thema aufmerksam gemacht hat, das mir ansonsten entgangen wäre. Und ich möchte dazu gleich mal was zitieren. Ist natürlich aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich finde es wirklich so klasse. Das ist eine sprachliche Brillanz, dieses Zitat. Und ich verlinke euch selbstverständlich den Artikel dazu in voller Länge unten in der Videobeschreibung. So, mein Versuch, das vorzulesen, ist leider gescheitert. Und da ihr jeden Schnitt sofort bemerkt, weil ich ja weiterlaufe, während ich quatsche, fangen wir jetzt nochmal von vorne an und ich gebe zu, dass das nicht ganz funktioniert hat. Liegt daran, dass meine Handschrift wie immer scheiße ist, daher kann ich mich selber wieder nicht lesen. Ich bin leider ein Kind der Tastatur geworden. Ich verlerne nach und nach und ich muss da vorsichtig sein, irgendwas handschriftlich aufschreiben zu können. Zwar war meine Handschrift schon immer schrottig, aber das ist, glaube ich, keine gute Entwicklung. Und da bin ich bestimmt nicht der Einzige, die Menschheit da in dieser Hinsicht gerade geht. So, also nochmal von vorne. Hier wird deutlich, worin sich ideologisch geleitete Autoren von Wissenschaftlern unterscheiden. Ihre Sprache ist an entscheidender Stelle unpräzise und suggestiv. Es werden Feinheiten und Fakten, die nicht zur eigenen Weltsicht passen, ignoriert. Unterschiede, insbesondere solche zwischen Mensch, Tier und Pflanze, verwischt und Spekulationen als geheimes Wissen verkauft. So, und jetzt habe ich ja noch gar nicht verraten, worum es im Detail geht. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wer uns denn geheimes Wissen bezüglich Mensch, Tier und Pflanze verkaufen möchte, dann kann es der eine oder andere vielleicht schon erraten. Es geht um tatsächlich einen Artikel, der in Nature erschienen ist. Nature ist ja die dich adelnde Zeitschrift, wenn es darum geht, als Naturwissenschaftler irgendwo was publizieren zu können. Ne? Heißt, wer in Nature publiziert hat, der ist schon was. Und das Papier, das es in Nature geschafft hat, hängt man sich dann hinterher an die Wand. Allerdings, was viele nicht wissen, Nature publiziert nicht nur herausragende neue Forschungsergebnisse, die die Wissenschaft krass weiterbringen und krass neues Wissen liefern, sondern Nature publiziert auch, und das mit durchaus einer gewissen Vorliebe, sehr kritische Stimmen, die Dinge in Frage stellen, die vielleicht vorher, vor ein paar Jahren, auch schon mal Nature gewesen sind. Ist also sehr bemüht, Nature, um den wissenschaftlichen Disput aufrecht zu erhalten. Ja? Also immer schön streiten, das gehört absolut dazu. Das sollte natürlich in freundlichen und zivilisierten Bahnen ablaufen, aber das ist ganz, ganz wichtig für die Wissenschaftskommunikation und auch die Wissenschaft als solche. Wenn wir nicht debattieren, wenn wir nicht diskutieren,
dann kommen wir in der Forschung definitiv auch nicht weiter. Unser Flüsslein hier ist mal wieder ein bisschen lauter heute. Ja? Hat ein bisschen Wasser. Aber ich glaube, ihr versteht mich trotzdem, hat die Erfahrung gezeigt, dass es meistens ganz gut geht, dass die Kamera auf meine Stimme fokussiert und dann den Hintergrund ein bisschen runterregelt. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich einigermaßen zu verstehen bin. Außerdem, Wasser ist nie Lärm, meiner Meinung nach. So, ja. Und eben in Nature haben publiziert drei amerikanische Autoren, beziehungsweise eine Autorin und zwei Autoren, einen Artikel, in dem sie sich darüber ärgern, dass Pflanzenwissenschaftler scheinbar falsch verstanden wurden und sowohl die Populärwissenschaft, dazu zähle ein Stück weit ja auch ich, als auch die normale Wissenschaft in den letzten Jahren, also die richtige Wissenschaft, ne, viel zu sehr auf den Trichter gekommen sind, dass es etwas gibt, das sich Wood Wide Web nennt. Ja, und dieses Wood Wide Web, das soll eine weltweite Verbindung von sämtlichen Bäumen im krassesten Fall sein, die dann miteinander kommunizieren und Stoffe austauschen können. So, und diese Idee, dieses Wood Wide Web, was im Grunde wirklich bloß eine Idee war und eine Vermutung, dass sowas existieren könnte, die hat inzwischen auch in der Fachwelt und darüber hinaus derart die Runde gemacht, dass ganz viele Leute, auch Fachleute, inzwischen glauben, dass dieses Wood Wide Web so zweifellos existiert. Ja, und dass es das absolut gibt. Und das hat jetzt eben diese Wissenschaftler auf den Plan gerufen, die damit nicht einverstanden sind. Denn, ja, Stand des Wissens ist tatsächlich, wir wissen gar nicht so genau, ob das Ding existiert. Und falls es existiert, dann ist es wahrscheinlich nicht besonders relevant. Ja? Das ist tatsächlich der Stand des Wissens. Was aber häufig kommuniziert wird, Bäume reden miteinander, Bäume säugen sich gegenseitig, große Bäume säugen kleine Bäume, alte Bäume erkennen ihre eigenen Kinder und schicken ihnen Kohlenstoffwasser und so weiter und so weiter. Ja? So, und eben genau das ist ein wunderbares Beispiel, wie eine wünschenswerte Erkenntnis der Forschung scheinbar so wünschenswert gewesen ist, dass sie ja sich verselbstständigt hat. So, und jetzt der eine oder andere wird es schon vermuten, oder die eine oder andere selbstverständlich, gibt es da so einen gewissen Förster, der da nicht ganz unschuldig dran ist, diese Ideen dieses Wood Wide Webs tatsächlich weltweit verbreitet zu haben, weil das geheime Leben der Bäume vom Herrn Wohlleben ja wirklich ein internationaler Bestseller gewesen ist, auch in den USA, weshalb eben auch US-Wissenschaftler, jetzt nicht, dass die besonders gut oder besonders schlecht wären, aber sind auf jeden Fall auch Wissenschaftler, darauf aufmerksam geworden sind, was eben erklärt, dass in einem Nature-Artikel in Englisch aus den USA ein gewisser Peter Wohlleben, oder wie sie das aussprechen, erwähnt wird. Das ist ganz interessant. So, und was wir jetzt machen wollen, und jetzt habe ich noch ein viel zu langes Intro hier zusammengelabert, tut mir leid, wäre mal uns ein bisschen über eben genau das unterhalten, nämlich das Wood Wide Web und was da dran ist und was da vielleicht dran ist und was da Stand aktueller Forschungsstand garantiert nicht dran ist. Ja? Zumindest soweit wir das heute wissen. So, und da ich echt heute müde bin, hocke ich mich jetzt irgendwo gemütlich hin. So, da hast du mir gemütlich gemacht. Ja, ich hocke hier mitten auf dem Weg, aber hier kommt nie irgendwer vorbei. Und wenn doch, sind es meine Nachbarn. Von daher sage ich dann Hallo und freue mich. Und dann gehen die weiter. Und wenn ich sie zu oft damit nerve, dass ich hier auf dem Weg sitze, dann gibt es irgendwann mal Bratwurst für alle an unserer hauseigenen Grillstelle.
Gut, wie dem auch sei, wir legen los. Und zwar möchte ich noch kurz ergänzen, das habe ich nämlich vergessen, das Zitat, was ich gebracht habe, und ich bringe es jetzt einfach nochmal, weil es wirklich sehr, sehr schön ist und auf die paar Sekunden nicht ankommt. Hier wird deutlich, worin sich ideologisch geleitete Autoren von Wissenschaftlern unterscheiden. Ihre Sprache ist an entscheidenden Stellen unpräzise und suggestiv. Es werden Feinheiten und Fakten, die nicht zur eigenen Weltsicht passen, ignoriert. Unterschiede, insbesondere solche zwischen Mensch, Tier und Pflanze, verwischt und Spekulation als geheimes Wissen verkauft. Ist wirklich herrlich. Ja, also so eine schöne Kritik, nennen wir es jetzt einfach mal Kritik, an Herrn Wohleben habe ich selten gelesen. Ja? Und dieses Zitat stammt von Melchior Poppe aus der Neuen Zürcher Zeitung vom 7.05.2023, damit wir das auch nochmal korrekt adressiert haben. Wirklich klasse. Ja? Aber ich habe großen Respekt vor dieser Sprachgewandtheit auch. Tolle Journalisten sind was Großartiges, braucht das Land unbedingt. Also auch unser Land, die Schweiz, hat sie offensichtlich. Ja, wir haben ja auch ein paar gute, so ist es ja nicht. Ja. Gut, und so viel dazu. Jetzt zum Thema World Wide Web. Ich habe ja schon angedeutet, nicht alles, was man dazu gehört hat, ist wissenschaftlich ganz haltbar. Und das ist ein Riesenproblem, dass trotzdem alle glauben, dass das so sei. Und auch ich, und das möchte ich jetzt nochmal betonen, bin auch drauf reingefallen und habe vieles als zwar nicht ganz so relevant angesehen, wie es andere Leute tun, bin aber schon davon ausgegangen, dass das mehr oder weniger geklärt wäre, dass es diese Prozesse gibt. Und Tatsache ist, zumindest nach Meinung des neuen Nature-Artikels und dessen Autoren, das ist nicht gesichert, dass es das gibt. Und da dieser besagte Artikel doch ziemlich, ziemlich gut ist, weil er nämlich eine Metastudie beinhaltet, die, Entschuldigung, wie viele, muss ich nachgucken, ich habe es doch irgendwo aufgeschrieben, 26 Studien beinhaltet, das ist schon was wert. So, die erste Sache, die wir kurz klären müssen, was ist eine Metastudie für die Leute, die jetzt nicht ganz so wissenschaftlich unterwegs sind? Grundsätzlich ist es so, wenn wir ein Thema haben, das umstritten ist, dann gibt es dazu natürlich verschiedene Publikationen, nennt man Paper in der Fachsprache. Ja? So ein Paper, erstens mal muss man da drauf gucken, wenn man das liest, was wurde hier überhaupt untersucht? Was war das Ziel der Untersuchung sozusagen, was wollte man wissen? Zweitens, welche Methode hat man angewendet, um das festzustellen, was man gerne wissen möchte? Dann kurz, was sind die Ergebnisse? Und Diskussion ist auch immer wichtig, das heißt, ein gutes wissenschaftliches Paper zerlegt sich ein Stück weit selbst und schreibt selbst rein, was aus Sicht der Autoren möglicherweise hier noch verbesserungswürdig wäre, was nicht abschließend geklärt werden konnte, wo die Methode eventuell Schwächen aufweist. Das heißt, man macht sich selber runter, bevor es andere tun. Je gründlicher und vernünftiger man das tut, desto seriöser wirkt man am Ende, weil man eben um die eigenen Fehler bereits weiß. Es gibt immer Fehler, jeder hat die. Keine Studie ist jemals perfekt, das ist völlig unmöglich. Und daher ist diese Diskussion auch eben so wichtig, um da gleich einordnen zu können. Gibt es überhaupt eine Diskussion? Wenn es nämlich keine gibt, ist das Papier schon mal Mist. Ja? Meiner Meinung nach immer Mist, weil wer denkt, oh, ich habe hier die ultimative Wahrheit, der hat die wissenschaftliche Arbeitsweise nicht verstanden. Daher, ja, die muss es auf jeden Fall geben. Und je schärfer sie ist, aber trotzdem die Ergebnisse letztendlich nicht in Frage gestellt werden können und dann auch in der wissenschaftlichen Diskussion, in der Community sozusagen, in der Fachwelt, die Antworten auf das entsprechende Paper auch nicht in Frage stellen können, was da drin steht, jetzt kommt gleich der Zug, dann haben wir es zumindest mal mit einem seriösen wissenschaftlichen Paper zu tun. So, und das darf man dann auf keinen Fall ignorieren, aber, und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, man darf es auch nicht überinterpretieren. Es gibt da den schönen Merkspruch, der stimmt zwar nicht hundertprozentig immer, aber er ist schon was, ein Spruch, den man kennen sollte. Eine Studie ist keine Studie. Bei komplexen Zusammenhängen kann ein Mensch oder ein Team von Wissenschaftlern über einen gewissen Zeitraum, insbesondere in Ökosystemen, die über Jahrtausende funktionieren, sprich Wälder, kann auf keinen Fall eine Studie über von mir aus 3 Jahre, von mir aus 5 Leuten, die reine Wahrheit enthalten. Dafür ist das System einfach zu komplex. Das ist schlicht nicht möglich. Und wenn es die beste Studie aller Zeiten ist.
Drum, gerade in den Forstwissenschaften und verwandten, beziehungsweise in den biologischen Wissenschaften und verwandten Disziplinen wie den Forstwissenschaften, angewandte Biologie auf Bäume in dem Fall, da ist es ganz entscheidend, dass man sich darüber im Klaren ist, dass eine Studie hier seltenst einen Durchbruch darstellt und das muss in anderen Waldökosystemen unter anderen Bedingungen nochmal gemacht werden, eine ähnliche vergleichbare Methode angewendet werden und es müssen nochmal neue Ergebnisse auftreten und wenn die dann den ersten Ergebnissen entsprechen, dann ist das Ganze schon ein bisschen gesicherter und das macht man dann noch 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Je nachdem, wie wichtig das Ergebnis zu sein scheint und wie groß das Thema, und im Fall von World Wide Web ist das schon was ziemlich Sensationelles für forstliche Themen, dann muss das ausführlichst untersucht werden. Ja? Und dass die entsprechende Metastudie, dazu komme ich jetzt gleich noch, was die ist, 26 Einzelstudien aus aller Welt in englischer Sprache, jede gute Studie wird auch in Englisch auch, nicht nur, aber auch in Englisch verfasst, beinhaltet, heißt, dass hier auf jeden Fall noch Forschungsbedarf besteht. Bei so einem großen Thema wäre die Zahl der Einzelstudien, die es dazu geben müsste, dass man da sagen könnte, okay, das ist jetzt einigermaßen gut erforscht, bei mindestens 50 anzusehen, eher bei 100, 150, 200, je mehr, desto besser. Es ist wirklich schwierig, da vorher feste Ergebnisse aussagen zu können. Es sei denn, diese 26 Studien, die es gibt, sind sich alle einig. Ja, wenn alle eine vergleichbare Methode anwenden, die Methode in Fachkreisen als sehr gut und geeignet angesehen wird und überall dasselbe Ergebnis letzten Endes rauskommt und man vielleicht mit der Methode auch ein bisschen variiert, unter verschiedenen Bedingungen auch die Untersuchungen durchführt, soll es heißen, der eine macht es im Küstenregenwald von Nordamerika, der nächste macht es in der Schweiz, im Bergmischwald der Alpen, wieder einer macht es, keine Ahnung, in Indonesien, im Dschungel. Und wenn dann jedes Mal ein ähnliches Ergebnis rauskommt, dann können wir uns ziemlich sicher sein, dass wir hier gerade ein weltweites Phänomen, das für fast alle Ökosysteme gilt, gefunden haben. So, und das ist hier definitiv nicht der Fall. So, und jetzt diese Metastudie, die ich jetzt ein paar Mal erwähnt habe, was macht jetzt die? Na, die fasst sämtliche Paper zu einem bestimmten Thema zusammen. Ja, sie listet erstmal alle auf, guckt sich die Ergebnisse und die Methoden sämtlicher Papiere an und dann muss man schauen, wo gibt es Ungereimtheiten, wo sind methodische Fehler, wenn man das unterstellen möchte den Kollegen, das wird in der Metastudie normalerweise gemacht, wo sind die Ergebnisse wie aussagekräftig. Und vor allen Dingen, hier gibt es dann auch eine gewisse Statistik von, der eine sagt, World Wide Web gibt's, der nächste sagt, ja, gibt's, der nächste sagt, vielleicht, tendenziell könnte sowas möglich sein. Der nächste sagt, nö, haben wir nichts entdeckt, was darauf hindeutet. Wieder einer sagt, nö, auch nichts, kein Ergebnis, das darauf hindeuten würde. Und wieder einer, nö. Und dann nochmal einer mit, ja, vielleicht, eventuell, aber jedenfalls so wie wir das jetzt gemacht haben, konnte man nichts nachweisen. Und das listet man dann auf und dann gibt es tatsächlich letzten Endes für den Lesenden irgendwo eine Zahl, nämlich von den 26 Studien können 2 ein World Wide Web tatsächlich nachweisen und haben auch eine aufwendig genug, und das ist nämlich schwierig, das nachzuweisen, eine aufwendig genug Methodik verwendet, um eben sagen zu können, dass sie ausreichend tief in die Materie, in den Wald hineingeguckt haben, dass ihre Ergebnisse auch wirklich was wert sind. Ja, 2 von 26, die sagen, das gibt's. Ein paar diverse andere, die auch ähnlich aufwendige Untersuchungen betrieben haben, die sagen halt, ja, haben wir gemacht, haben wir alles untersucht, aber nein, können wir nicht feststellen, dass ein solches, zumindest ein so umfangreiches, wie man sich das vorstellt, World Wide Web existieren würde. Aber an dieser Stelle kriege ich häufig jetzt einen Kommentar oder habe ich bei ähnlichen Ausführungen schon einen Kommentar bekommen, der beinhaltet, Wissenschaft ist keine Demokratie. Du kannst nicht beliebig, 5 Leute sagen ja, 8 Leute sagen nein, dann ist es durchschnittlich demokratisch gewählt. Nein, das funktioniert so nicht. Die Wahrheit ist unabhängig von der Demokratie sozusagen, von der Zahl der Studien und vom Inhalt der Studien. Solange die eine dabei ist, die die Wahrheit tatsächlich erfasst hat, ist die trotzdem richtig, wenn 99% der Studien was anderes behaupten. Nur, das ist richtig, ja, aber
rein logisch ist die Chance, wenn 99 von 100 Wissenschaftlern sagen, nee, ist nicht so, und einer sagt, doch, es ist so, dass der ein großes Genie ist und da was erkannt hat, was so dermaßen kompliziert ist, dass es alle anderen Fachwissenschaftler nicht sehen können, selbst wenn er versucht, es ihnen zu beschreiben, oder er was gemessen hat, was alle anderen nicht messen können, nur er, dann ist die Chance, dass er der nächste Galileo Galilei oder sowas in die Richtung ist, relativ gering, und die Chance, dass er sich einfach vertan hat, sehr, 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 sehr hoch. Ja? Also ja, das gibt es. Dass es den einen Wissenschaftler gibt, der viel früher als alle anderen was erkannt hat. Aber, ja, gibt es in der Geschichte jede Menge Beispiele, aber in den letzten Jahrzehnten kam das quasi nicht mehr wirklich vor, ja, da wir sind zu weit fortgeschritten. Wir wissen inzwischen aus wissenschaftlicher Sicht sehr, sehr viel, noch längst nicht alles, und das ist auch schön, weil sonst wäre es langweilig, aber doch so viel, dass wir wirklich inzwischen sagen müssen, die Chance, dass nochmal jemand gegen alle Wahrscheinlichkeit, gegen seine Kollegen mit einer gewagten These recht hat und alle anderen auf einmal als Idioten dastehen lässt, die ihm das nicht geglaubt haben, obwohl er selbst dazu verpflichtet ist, zu beweisen, dass er recht hat, und Zahlen und Daten dazu zu bringen, und es glaubt ihm trotzdem keiner, dann ist die Chance, dass alle anderen Idioten sind, wirklich außerordentlich gering. Ja? Und drum ist es schon relevant, und deswegen bin ich ein großer Fan von Metastudien, und damit bin ich nicht alleine. Das trifft auch auf sicherlich 98% aller anderen Wissenschaftler oder wissenschaftlich ausgebildeter Leute zu, dass die einem einen groben Überblick eben über die Forschungs- bzw. Studienlage liefern. So, und so eine Metastudie, die ist jetzt eben das, was in Nature erschienen ist, die dieses Zitat ausgelöst hat, das ich jetzt nicht noch ein drittes Mal vorlesen muss, und die besagt, dass man, also Quintessenz, dass so ein Pilz-Baum-Netzwerk schon existiert, das bezweifelt niemand. Dass man aber über die Dimension dieses Netzwerkes tatsächlich so wenig weiß, dass Behauptungen, wie sie der Herr Wohleben macht, schlicht und ergreifend völlig überzogen und mitunter hochgradig spekulativ und einfach Märchen erzählen sind. Das muss man schon so deutlich sagen, zumindest nach Meinung der Autoren dieser Metastudie und nach meiner Meinung. Das darf ich an dieser Stelle auch gerne zugeben. Ich halte das für größtenteils wirklich Märchen erzählen, insbesondere der Krempel mit den Bäumen, die miteinander reden und so weiter und so fort. Das ist derart weit weg von der Realität dessen, was wir über Pflanzen wissen, dass das vielen, vielen Pflanzenwissenschaftlern, heutzutage nennt man sie eher Pflanzenwissenschaftler als Botaniker, das geht mir persönlich ein bisschen gegen den Strich, aber ja, natürlich, die Wissenschaft in dieser Hinsicht ist auch viel komplexer geworden. Der klassische Botaniker, der weiß noch, wie die Pflanze aussieht, der bestimmt die Pflanze, der lernt was über den Lebensraum der Pflanze. Der heutige Pflanzenwissenschaftler, der geht gleich in die DNA, macht irgendwelchen Krempel auf zellulärer Ebene und so weiter. Das ist ja auch alles super wichtig, keine Frage. Aber ja, das hat dann schon nicht mehr so viel mit dem klassischen huttragenden, in der Wiese hockenden Botaniker, wie mein Vater noch einer war, zu tun. Von daher, ja, vielleicht ist Botaniker auch einfach was Altes, aber was Schönes, was man in der Hinsicht hin und wieder mal noch rausholen kann. Gut, wie auch immer, was ist jetzt dieses World Wide Web? Das war jetzt der Hintergrund zur Forschungsentwicklung und Forschungsgeschichte. Und was soll das jetzt sein? Naja, dazu muss man zunächst mal wissen, jeder Baum hat einen Fußpilz. Den Spruch bringe ich relativ häufig. Das nennt man Mykorrhizierung und dient folgendermaßen dazu, dass eine Wurzel Limitierungen hat. Ein Baum, jede Holzpflanze hat eine gewisse Mindestdicke sozusagen, die eine Wurzel haben kann. Die werden nicht beliebig dünn, die können nicht feiner als ein Haar werden. Das funktioniert einfach nicht mehr. Eine Wurzel braucht zumindest mal eine gewisse Anzahl von Zellen nebeneinander, verschiedene Schichten, müssen wir jetzt auch nicht weiter ausführen, nebeneinander, und braucht eine Wurzelspitze, und auch die hat eine gewisse Mindestgröße. So, und das ist jetzt deswegen relevant, weil was möchte denn eine Wurzel? Eine Wurzel möchte bitte gerne überall dahin wachsen im Boden, wo A, Wasser und B, Nährelemente wie Calcium, Kalium und so weiter zu finden sind. Ja?
Und da kommt eine Wurzel mitunter nicht hin, je nachdem in welchem Boden sie sich befindet. So eine Wurzelspitze drückt sich zwar durchaus mit einer gewissen Kraft durch den Boden und kann auch mal kleine Steinchen bzw. Sandkörnchen und Ähnliches zur Seite schieben, während sie sich durch den Boden drückt, um sich fortzubewegen sozusagen, um neuen nährstoffverfügbaren Raum zu erschließen, neue Wasserquellen, neue hohle Bereiche des Bodens quasi verfügbar zu machen. Das heißt, hohl ist das falsche Wort, wassergefüllte Bereiche des Bodens zum Beispiel und so weiter und so weiter. Ja, aber sie kommt eben nicht überall durch. Und da es einen Haufen Bodenarten gibt oder Bodentypen eher, die in feinsten Zwischenräumen, zwischen schon den Molekülen des Bodens, ja, da dazwischen, nur eine Abgabe von zum Beispiel Calcium ermöglichen, muss man mit einem unglaublich feinen Haar von wurzelartiger Struktur, ich sage extra wurzelartige Struktur, da eindringen, um direkt an diesen Punkt zu kommen, an dem zum Beispiel Calcium mit der Bodenlösung, sprich das Wasser, was da im Boden so rumschwabbert, ausgetauscht wird. Ja, und an dem Ort, wo das passiert, kann man das zum einen beeinflussen, als derjenige, der da mit Wurzelhaar, beziehungsweise als Pilz mit Hyphe, da um gleich mal den Pilz zu erwähnen, anwesend ist, der kann dann auch noch andere Stoffe abgeben, um zum Beispiel die Abspaltung eines Calciums aus dem Boden beziehungsweise von einem sekundären Tonmineral überhaupt erst zu ermöglichen. Ja? Und das nimmt man dann auf und dann hat man ein Calcium. Herzlichen Glückwunsch, mit so einem Calcium kannst du erstmal eine Menge anfangen. Das ist vor allen Dingen ganz wichtig für Pflanzen. Damit kann man auch neues Chlorophyll produzieren und das ist bekanntlich der Ort, in dem die Photosynthese stattfindet und ohne die ist ein bisschen schwierig, so als Pflanze. So, Pflanzen sind also heiß auf Calcium, übrigens auch Magnesium und so weiter und so fort. Wie dem auch sei, braucht eigentlich jedes Lebewesen. Und da es eben schwierig ist, da ranzukommen und ein Baum, wie gesagt, ja einen gewissen Mindestdurchmesser seiner Feinwurzeln nicht unterschreiten kann, hat sich die Evolution da natürlich nicht was einfallen lassen. Die Evolution hat keinen Willen, aber es hat sich evolutionär, ich sage das immer gerne, ich sage dann im gleichen Moment meistens auch wieder dazu, dass das natürlich Quatsch ist und ich im Grunde hier den Wohlleben mache und die Natur vermenschliche, die man nicht vermenschlichen kann, weil es natürlich ganz was Eigenes ist und ist die Natur, der man auch noch einen Willen unterstellt, so selbstverständlich wissenschaftlich auch nicht gibt. Ja? Genauso wenig wie sich die Evolution, um es nochmal zu betonen, selbstverständlich noch nie irgendwas gedacht hat. Da steckt eben nicht. Das kann man sich zwar so schön versinnbildlichen, aber das muss einem ganz, ganz klar sein, dahinter steckt nicht ein Creative Design oder geplantes Design. Da steckt keine nachweisbare höhere Macht dahinter, die die ganzen Prozesse in der Natur in irgendeiner Form sich ausgedacht hätte, also sprich kein Gott. Um es mal beim Namen zu nennen. Ne? Zumindest für die Wissenschaft existiert sowas nicht. Da könnte man gleich nach Hause gehen, wenn wir das als Erklärung für irgendwelche Phänomene weiterhin akzeptieren würden in der Forschung. Wer da gerne an sowas glauben möchte, darf das selbstverständlich trotzdem. Jetzt Atle. Wurzel kommt nicht hin, Pilz aber schon. Pilz macht einen viel feineren Wurzelfaden. Das ist auch nicht wirklich eine Wurzel, aber es ist ein Faden, der in der Lage ist, mit der Umgebung zu interagieren und Nährelemente wie Calcium aufzunehmen. Und deswegen hat sich herauskristallisiert, dass wenn sich ein Pilz um eine Wurzel schließt, ja, der Baum realisiert, dass wenn der Pilz irgendwo weiter weg mit seinem Pilzfaden ein Calcium aufnimmt und er viel zu viel Calcium aufnimmt und er gar nicht so viel Calcium braucht, er sehr kalziumreich ist. Ja, und der Baum kann durch das Pilznetzwerk, das mit ihm verbunden ist, die Pilzfäden wachsen in die Wurzel hinein, das verbindet sich wirklich direkt miteinander und kommt, ja, ist zum gegenseitigen Austausch fähig, dann kann sich der Baum aus dem Pilz ein Calcium schnappen. So, und da der Pilz irgendwann kaputt gehen würde, weil er nur Calcium frisst und nichts anderes, um es mal so ganz einfach zu formulieren, kann der Baum auch kein Interesse dran haben, dass der Pilz kaputt geht, weil dann würde er ja kein Calcium mehr vom Pilz bekommen. Ha? Das gilt natürlich auch noch für andere Elemente außer Calcium. Ich nehme das nur einfach mal als Beispiel. Und darum hat sich etabliert, dass Bäume dann ihrem Fußpilz ein bisschen was vom Photosyntheseprodukt, sprich Zucker, Glucose in erster Linie, zur Verfügung stellen. Das futtert der Pilz, freut sich und gibt, tut er natürlich nicht wirklich, aber
so für die, fürs Verständnis und gibt dafür gerne dann halt eben mal ein bisschen Magnesium fröhlich und Calcium fröhlich weiter ab. Ne? Das war jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber das ist im Großen und Ganzen der Sinn und Zweck der Symbiose zwischen Baum- und Mykorrhizapilz, also seinem Fußpilz sozusagen, dass eben der eine besser in Spalten im Boden gelangt, in die der andere nicht kommt. Dafür der Pilz aber keine Photosynthese betreiben kann und nicht Zucker aus dem Nix, also fast Nix, CO2, Wasser, Licht produzieren kann und damit gewinnen beide. Und das ist auch im Fall von Mykorrhizapilzen eine echte Symbiose, eine mutualistische Symbiose nennt man das auch. Das heißt, beide Partner dieser Zusammenarbeit profitieren voneinander. Ja, das Gegenteil wäre der Parasitismus. Es ist zwar auch ein Zusammenleben, eine Symbiose, Zusammenleben, frei übersetzt, aber mehr oder weniger heißt es das tatsächlich, aber eben so, dass nur einer von diesem Zusammenleben profitiert und der andere das Nachsehen hat. Auch das gibt es, zum Beispiel verschiedene Orchideen, wie die Vogelnestwurz, so heißt sie, glaube ich, sind parasitäre Pflanzen, die beim Keimen auch sofort den Mykorrhiza-Kontakt, also die Symbiose zu einem Pilzpartner suchen. Der Pilz geht diese Symbiose auch gerne ein und denkt sich, macht er natürlich nicht, aber es hat für den Pilz den Anschein, als wäre das eine ganz normale Pflanze-Pilz-Symbiose, wie sie eben ganz viele Pilze eingehen. Und die Vogelnestwurz versucht auch diesen Anschein aufrechtzuerhalten. Aber tatsächlich gibt die nie Zucker an den Pilz ab. Im Gegenteil, sie nimmt vom Pilz alles, was sie kriegen kann, inklusive Zucker. Der Pilz kann ja noch auf anderen Wege an Zucker rankommen, als nur mit einer entsprechenden Symbiosepflanze. Vielleicht hat er davon auch noch mehrere und diverse andere als nur die Vogelnestwurz, ja, und kommt dann auf dem Wege, dass er halt eben die anderen Pflanzen, die ihn wirklich mit Zucker unterstützen, nutzen kann, um am Leben zu bleiben. Und die Vogelnestwurz, ja, die klaut sich den Zucker einfach. Und alles andere, auch Wasser, auch Calcium, Magnesium und so weiter. Und bleibt dabei bleich. Eine Vogelnestwurz ist dadurch gekennzeichnet, dass sie gar kaum blattgrün, gar keins bis sehr, sehr wenig, aufweist und braucht das auch nicht, weil sie keine eigene Photosynthese macht, weil sie komplett parasitär von ihrem Pilzpartner lebt. Ja? Also das wäre jetzt eine Ausnahme. Das wäre eine parasitistische Symbiose. In den meisten Fällen ist ein Mykorrhizapilz aber eben in einer mutualistischen Symbiose lebend. So, unter anderem ist es übrigens sogar auch möglich, dass der Pilz seinen Baumpartner so sehr unterstützt, dass wenn der Baumpartner als sehr langlebiger Organismus, der nicht in der Lage ist, über ein gewisses Maß hinaus Schadstoffe, zum Beispiel Blei, Arsen, sowas in die Richtung, aufzunehmen in größeren Mengen, dahingehend unterstützt, dass der Baum vielleicht es noch schafft, Blei und Arsen in der Wurzel einzulagern, der Pilz das dann auch aufnimmt, aus der Wurzel quasi aufnimmt und über seinen Hut an die Erdoberfläche bringt, den berühmten Pilzhut, ne, und dann tatsächlich in der Lage ist, mit dem Verrotten des Hutes, irgendwann fällt der ja um und verrottet, auf dem Wege aus dem Boden raus, aus der Wurzel seines Kumpels des Baums, des Kumpelbaums, quasi Blei oder Arsen und andere Schwermetalle oder sonstige Giftstoffe quasi zu entfernen. Aluminium wäre noch so ein schönes Beispiel, sogar mengenmäßig deutlich wichtiger als alle anderen fast. Und damit ist das eine vielfältige Nutzbeziehung, die beiden zugutekommt, weil der Pilz ja nun wirklich gar kein Interesse daran hat, dass sein Baumpartner stirbt. Je vitaler der Baumpartner ist, desto mehr Zucker hat er übrig, desto mehr Zucker muss er auch an den Pilz abgeben, um umso mehr, das ist wahrscheinlich proportional, Material vom Pilz zu bekommen, weil der Pilz dann auch schneller wachsen kann, schneller neue Bodenschichten erschließen kann, schneller neue Nährelemente und Wasser aufnehmen kann, besser, schneller, höher, weiter profitieren beide von, beide wachsen gleichermaßen daran, dass beide Partner gesund und vital sind. Das ist also eine wunderbare Sache und das klingt hoffentlich faszinierend, weil das sollte es, denn das ist daran schuld, dass diese Pilz-Baum-Netzwerke, Pilz-Pflanzen-Netzwerke ja so künstlich überhöht worden sind und man über das, was ich jetzt erzählt habe, das ist alles bewiesen,
hinaus sich da wunder was wie zum Teil einfach verselbstständigt hat. So, aber damit kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, nämlich, wo kommt jetzt die Idee eines World Wide Webs her? Dass das sein könnte, hatten schon immer mal wieder einzelne Leute eine Idee. Ein Durchbruch gelang aber Suzanne Simard, ich glaube, man spricht sie Simard aus, ich schreibe es euch mal unten hin, Doktor aus Kalifornien, wenn mich nicht alles täuscht, Amerika ist groß, und die hatte tatsächlich eine revolutionäre Idee, ein solches weltweites Netzwerk, das man sich jetzt erstmal vorstellen kann, nachzuweisen. Und zwar ist sie hingegangen und hat einen Baum quasi in die Wurzel, aber definitiv nur in eine Pflanze, radioaktiven Kohlenstoff injiziert. Ja? Dass Kohlenstoff in der Wurzel landet, ist nichts Besonderes. Das findet im Rahmen der Speicherung von ein bisschen Futter fürs nächste Jahr eigentlich ständig in dem Baum statt. Das ist also ein ganz normaler Kohlenstoffkreislauf, der durch die Pflanze quasi läuft und auch gut verstanden ist und eigentlich niemanden groß überraschen dürfte. Und eben dieser Kohlenstoff in Form von Zucker, C6H12O6, auch an den Pilz abgegeben wird. Wie gesagt, soweit klar. Ja? Und wenn du jetzt in die Wurzel, in den Kohlenstoffkreislauf der Wurzel, radioaktiven Kohlenstoff einbringst, dann wird der, also radioaktiven Zucker zum Beispiel, dann wird der eben auch mit dem ganzen Strom weitertransportiert und landet auch im zugehörigen Pilz. Das ist soweit nicht überraschend. Was aber überraschend war, dass dann nachweislich es der Frau Simmand gelungen ist, auch in einem anderen Baum nebendran, und zwar bei dem im Stamm, also nicht direkt in der Wurzel, sondern in den baumeigenen Kohlenstoffkreislauf integriert, diesen radioaktiven Kohlenstoff nachzuweisen. So, und da sich der radioaktive Kohlenstoff nicht vermehren kann, übrigens nur ein ganz kleines bisschen radioaktiv, ne, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass da der halbe Wald verstrahlt worden ist oder sowas in die Richtung, das ist alles vollkommen harmlos. Ja, die kann man dann einfach nachweisen, indem man mit einem Geigerzähler zum Baum geht, diesen hier macht, und wenn es dann ein bisschen mehr macht, als einem normalen, gesunden Baum, der nur dem normalen Hintergrundrauschen unterliegt, beziehungsweise der Hintergrund, allgemeinen Hintergrundstrahlung oder wie das heißt, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber damit ist bewiesen, wirklich bewiesen, und das muss man definitiv der Frau Simmand zugute halten, dass zumindest, und jetzt kommt's, in diesem Wald, zu dieser Zeit, an dieser Stelle, eine Verbindung von Baum zu Baum durch das Pilznetzwerk, und das muss man schon wieder bezweifeln, vielleicht vorgeherrscht hat. Ja? Und dass ein Kohlenstoff, der ursprünglich mal in Baum A war, später in Baum B war. Was man bisher noch nicht absolut abschließend klären kann, was aber durchaus so sein könnte, dass es halt durch diese Pilzumwicklung von Baum A in Baum B gelangt ist. Weil jeder Baum ja einen Fußpilz hat und nicht zwingend jeder Baum nur einen Fußpilz hat, genauso wenig wie ein Fußpilz immer nur einen Baumpartner hat. Es kann also durchaus sein, dass es einen großen Pilz gibt im Wald, der theoretisch einen Kilometer Durchmesser haben kann. Das wiederum kann man einfach beweisen, indem man DNA des Pilzes an verschiedenen Stellen nimmt. Wenn die mehr oder weniger identisch ist, dann ist das immer derselbe Pilz. Und wenn du jetzt hier drüben eine Probe nimmst und da und beide haben dieselbe DNA, dann muss das ein durchgehender Organismus sein, weil ja anders geht das nicht. Es sei denn, der Pilz klont sich ständig. Und das ist auch wieder so ein Faktor, ist es schon nicht mehr ganz so sicher. Ja, aber wir haben schon definitiv, soweit ich weiß, ich bin jetzt kein Mykologe, aber so heißen die. Oder so kann man die zumindest nennen. Aber das ist wohl ziemlich sicher, dass es riesige Pilznetzwerke allein mal aus Pilz, beziehungsweise aus einem Pilzindividuum gibt. Da darf man schon von ausgehen. So, und da die eben, wie gesagt, mehrere Bäume im Netzwerk integriert haben, wäre es also durchaus vorstellbar, dass in den Pilz rein, zack, durch das Pilznetzwerk und in einem anderen Baum aus irgendwelchen Gründen Kohlenstoff auch wieder abgegeben wird, im Rahmen von einem gewissen Austausch, der da nun mal stattfindet. Man muss sich das auch nicht so vorstellen, dass die quasi eine direkte Schleuse haben, wo sie entscheiden können, ich gebe dir jetzt drei Kohlenstoff
So, und jetzt gib mir gefälligst drei was auch immer zurück, sonst kriegst du keinen Kohlenstoff mehr. Sondern das ist ein ständiger Strom von Wasser und in dem Wasser sind Dinge gelöst. Häufig einfach durch Diffusion. Ist gerade von irgendwas viel da, dann wird es auch ins Wasser diffundieren und mit dem Wasser wegdiffundieren. Diffusion ist immer ein Transport von viel zu wenig. Ist irgendwo viel und das ist getrennt von einem anderen Medium, in dem wenig drin ist. Das Medium ist aber die Trennlinie ist ein bisschen durchlässig. Dann wird immer von viel zu wenig rausdiffundieren. Das ist wie zwei getrennte Wasserbottiche, die du mit einem dünnen Filterpapier abtrennst in der Mitte. Auf der einen Seite Salzwasser, auf der anderen Seite Süßwasser. Irgendwann wird beides Salzwasser sein mit exakt derselben Salzkonzentration. Heißt im Salzwasser weniger Salz, im Süßwasser aber jetzt genauso viel Salz. Das passt sich gegenseitig an. Und so funktioniert das auch mit Zuckerwasser auf der einen Seite. Kein Zuckerwasser auf der anderen Seite, dann wird langsam Zucker ins Nicht-Zuckerwasser transferiert und das Nicht-Zuckerwasser befindet sich in einem Fluss und wird sich dann logischerweise auch gegebenenfalls in den Baum bewegen. So, und gerade eben, weil das meistens passive Prozesse sind, nicht nur, das kann auch zusätzlich verstärkt werden, dass also aktive Transportprozesse stattfinden. Wir aber noch nicht verstanden haben, wann es ein passiver und wann es ein aktiver Transportprozess ist, wissen wir gar nicht, ob der Pilz absichtlich irgendwie Kohlenstoff von Baum A an Baum B weiterleitet, ob das ein Prozess ist, der tatsächlich gewollt, wenn man das jetzt einen Willen unterstellen möchte. Ein Pilz hat, soweit wir wissen, keinen Willen, hat auch kein Bewusstsein, soweit wir wissen. Und da sind wir uns ziemlich sicher, dass das zumindest, wenn es eins gibt, dann so grundlegend anders ist. Genau das gleiche gilt für Pflanzen. Auch da, wenn sie ein Bewusstsein haben, so grundlegend anders, dass wir das in keinster Weise mit einem tierischen und schon gar nicht mit einem menschlichen Bewusstsein vergleichen können. Ja, das muss einem klar sein, das macht der Wohlleben ja ständig. Ach, wir sind alle dieselben Lebewesen, wir sind alle überhaupt nicht verschieden. Oh, doch, fundamental verschieden. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Ja? Es ist einfach Quatsch und es verkauft sich scheinbar gut, so zu tun, als seien wir alle irgendwie total gleich, egal ob Mensch, Pflanze, Pilz, Mensch, Schrägstrich Tier, Pflanze, Pilz, das ist Käse, natürlich sind wir verschieden. Und das ist auch gut so. Ja? Aber ja, und ich wüsste nicht, warum man da einen Hehl draus machen sollte, dass wir verschieden sind. Aber egal. So, jedenfalls haben wir hier jetzt so den ersten Punkt, wo man dann eben auch trotz der wirklich revolutionären und großartigen Untersuchung von Frau Simant da nicht genau sagen kann, ob dadurch jetzt gleich ein gigantisches waldweites Netzwerk aus Pilzfäden, die alle miteinander verbunden sind und alle Bäume irgendwie mit einbinden und es da eine gezielte Steuerung des Stoffkreislaufs durch dieses Netzwerk gibt, das kann man so erstmal nicht beweisen. Dass es möglich ist, dass Bäume über das Pilznetzwerk miteinander vernetzt sind, ja. Das ist bewiesen. So, aber da hört es auch auf. Ja? Frau Simant hat dann im Laufe ihrer Karriere noch eben diverse andere Untersuchungen in diese Richtung gemacht oder hat mit Unterstützung selbstverständlich, das macht man nie alles alleine, und kam dann eben drauf, dass es, und sie hat dann einen berühmten TED-Talk gehalten, für die Amerikaner ja immer wichtig, dass Forschungsergebnisse dann irgendwann als TED-Talk präsentiert werden. Das ist so eine öffentliche ein öffentliches Podium, wo neue Forschungsergebnisse und ähnliches Zeug oder neues Zeug, was die Nation bewegt, sozusagen veröffentlicht werden können. Und unter anderem durch diesen TED-Talk und den Wohlleben sein Buch ist dann diese Idee von diesem waldweiten Netzwerk sehr publik geworden. Und da hört es dann aber eben mit dem wissenschaftlichen Konsens auf, wenn Frau Simant dann davon ausgeht, dass sie auch nachweisen kann, dass Bäume ihre eigenen Nachkommen identifizieren können, beziehungsweise ihren eigenen Nachkommen, sie hat nicht nachgewiesen, dass sie identifiziert werden können, aber sie hat, meint zumindest, nachgewiesen zu haben, dass Bäume ihre eigenen Nachkommen zusätzlich mit Zuckerlösung durch das Pilznetzwerk hinweg versorgen. Und wenn es den Bäumen schlecht geht, sprich wenn man ein paar Äste absägt, dann bekommen sie zusätzlich mehr Zuckerlösung vom Nachbarbaum. Und diese Untersuchung hat dann eben bei Frau Simant und in der teilweise eben auch wirklich sehr in der Fachwelt dazu geführt, dass sich das Bild von Mutterbäumen etabliert hat, die besonders alt sind, in naturbelassenen Wäldern rumstehen
und quasi ihre Nachkommen, ihre eigenen oder auch mal andere Bäume, wenn sie da irgendeinen Sinn drin sehen, mit Zuckerwasser versorgen und ist da so ein super soziales Miteinander und letztendlich eine Selbstaufopferung, ein freiwilliges Abgeben der eigenen Ressource an wen anders aus Gründen gibt. Ja? Und sowas, so eine reine Tat, weil sie gut ist, in Anführungszeichen, das kann man bisher woanders in der Natur nirgendwo nachweisen. Das gibt es nicht. Mir fällt ums Verrecken das Fachwort dafür gerade nicht ein. Ach, tut mir leid, hab gerade da, was das angeht, einen Aussetzer. Es ist einfach ein stinknormales Fremdwort, das gar nicht so kompliziert ist. Aber manchmal kommt das vor, dass man mal so ein Wort einfach nicht zustande bringt. Ja, ich bin ja auch nicht dieser hervorragende Journalist hier, der Melchior Poppe. Und muss nicht schreiben, sondern reden. Das Schreiben ist dann auch leichter, dann kann man es kurz nachgucken. Gut, aber wie dem auch sei, diese Mutterbaumtheorie, das ist dann schon wieder eben ein bisschen weiter hergeholt. Und es kann eben für alle weitergehenden Prozesse von gezieltem Zuckertransport eben auch einen Haufen andere Erklärungen geben. Und hier ist es jetzt wieder ganz wichtig in der wissenschaftlichen Arbeit, dass man, wenn man eine Erklärung anbietet für ein gefundenes Phänomen. Das Phänomen ist so erstmal vorhanden. Ja, die Bäume kriegen offensichtlich irgendwoher mehr Zucker, wenn sie abgeschnittene Äste haben. Das ist gemessen, das will ich auch gar nicht in Frage stellen, das will, glaube ich, auch sonst keiner in Frage stellen, dass das erstmal das Ergebnis einer Messung gewesen ist und soweit stimmt. Ja. Aber was das jetzt, was der Hintergrund daher ist, warum das so ist, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten und wir wissen auch nicht, ob die mehr Zucker bekommen vom Mutterbaum da weiter weg. Zumindest können wir das nicht zweifelsfrei zuordnen, dass das ein direkter Strom ist, dass dem Mutterbaum in irgendeiner Weise, wie auch immer das gehen soll, mitgeteilt wird, oh, da drüben sind meine Kinder in Not, die brauchen Zucker, ich leite da jetzt mal welchen durch die Pilze, dass die Pilze dann in irgendeiner Weise begreifen sollen, ah, da kommt gerade Zucker von Mutter, soll zu Kind 123 und 2074 weitergeleitet werden. Alles klar, machen wir, schicken wir durch. Ja? Erstens, für den Pilz ist das kein zusätzlicher Vorteil. Zweitens, ist das viel zu spezifisch, um glaubwürdig zu sein. Zug. Und drittens, ist es außerordentlich schwierig zu sagen, dass nicht einfach sein könnte, dass der Pilzpartner oder sogar mehrere Pilzpartner vom geschädigten Baum gerade realisieren, dass der Baum ein bisschen geschädigt ist und es für den Baum gerade sinnvoll wäre, zusätzliches Zuckerwasser zu erhalten und sie es dann auf diesem Wege zuteilen. Oder möglich wäre auch, dass der Baum einfach, weil er geschädigt ist, jetzt seinen Wurzelsogdruck erhöht, aufgrund pflanzeninterner, ohne irgendwas mit Netzwerk, pflanzeninterner hormoneller Kommunikation, dass die fehlenden Blätter, beziehungsweise dass die Randzellen der fehlenden Blätter, sprich Nadeln in dem Fall, registrieren, dass da was fehlt und damit ein Notsignal, oh, wir brauchen hier jetzt dringend mehr Materialien aus der Wurzel, sprich aus dem Zuckerspeicher, der sich in der Wurzel befindet, um hier neue Biomasse, sprich neue Nadeln produzieren zu können. Das Wachstum würden wir jetzt dann gleich mal starten. Schick uns also mal ein bisschen Zucker hoch, damit erhöht die Wurzel den Druck auf den Zuckerkreislauf sozusagen aus der Wurzel raus, lässt einen aktiven Zucker in die Wasserleitung einleiten, Prozess starten. Und bei sowas, was nicht standardmäßig stattfindet in Bäumen, was nur dann stattfindet, wenn es wirklich mal notwendig ist, dass Zucker von unten nach oben und nicht von oben nach unten, was normalerweise läuft, weil oben die Photosynthese stattfindet, transportiert wird. Und dann wäre es durchaus vorstellbar, dass bei diesem Zuckerabtransport eben auch Zucker aus dem Pilzpartner, weil die eben in einer nur teilweise geschlossenen Verbindung stehen, mit transportiert wird. Ja? Und wenn das Zucker ist, der kurz vorher aus einem anderen Partner desselben Pilzes aufgenommen wurde, sprich dem Mutterbaum, dem sogenannten, dann könnte das sein, dass das einfach ein rein passiver Zufall ist, dass jetzt ausgerechnet der Zucker, den man vielleicht auch radioaktiv markiert hat, aus Mutterbaum in zufälligerweise demselben eigenen Nachwuchs landet.
dass es übrigens der eigene Nachwuchs ist. Das ist schlicht und ergreifend deswegen sehr, sehr wahrscheinlich, weil der Baum in der Nähe vom Mutterbaum oder unter Mutterbaum steht. Und wo fallen die Samen eines Baumes hin? Ja, unter den eigenen Baum. Daher ist die Chance, dass jedes junge Bäumchen, was da wächst, das eigene ist, relativ groß. Ja? Aber ja, das ist jetzt ein bisschen zu viel Kritik. Die Studie ist schon gut gemacht und sie hat stichhaltige Argumente, dass es sein könnte, dass da wirklich eine Identifikation des eigenen Nachwuchs plus ein Feststellen der Not des eigenen Nachwuchs bei der nebenanstehenden Pflanze stattfinden könnte und das dann zu beschriebenem Phänomen der gezielten Zuckerweitergabe führt. Könnte. So, und jetzt ist eben der Punkt erreicht, wo man sagen muss, für sowas Gewagtes, für so eine weitreichende Theorie, für hochkomplexe kommunikative Kreisläufe über die Artgrenze sogar von Pilz zu Pflanze, also über die Grenze der drei Reiche, es gibt das Reich der Tiere, der Pilze, der Pflanzen, das klingt schon extrem sensationell. Ja, und deswegen ist das vermutlich auch so faszinierend, polarisiert eben auch so sehr, diese ganzen woodweiten Netzwerke da. Und ja, aber das ist schlicht und ergreifend, außer bei der Frau Simant, noch nie irgendwo sonst wirklich zweifelsfrei nachgewiesen worden. Und wenn es sowas Revolutionäres und sowas Unwahrscheinliches und Krasses ist, dann, wenn das nur ein einziger Wissenschaftler vorweisen kann, ist es wahrscheinlich so, dass hier gegebenenfalls, wenn sich das woanders nicht wiederholen lässt, diese Messung, dieses Experiment, es halt nur ein Einzelfall ist und da irgendwas entweder schiefgegangen ist oder das tatsächlich nur auf den einen Baum in Kalifornien, kurz hinter dem Sequoia Nationalpark oder wo immer das genau gemessen wurde, stattfindet. Ja? Oder den 5 Bäumen oder 50, die man da untersucht hat für ein globales Phänomen, wäre es dann immer noch ein bisschen wenig. So. Und von diesen Einzelfällen dieser Untersuchung, die in der Fachwelt stark diskutiert worden ist, auch sehr kontrovers diskutiert worden ist, stand in Nature, auch in Nature, ja, so wie jetzt die Kritik an dieser ganzen Entwicklung, der Ausbreitung dieser Ideen, auch in Nature steht. Nature ist in der Hinsicht nicht voreingenommen, die drucken auch Gegendarstellungen zu ihren eigenen, selbst vorher abgedruckten Thesen ab. Das gehört sich auch so, ja. Nature ist nicht umsonst der Goldstandard in den Naturwissenschaften als Publikationsplattform. Leider sehr arschteuer. Aber davon abgesehen, wirklich was Tolles. Und ja, das hat sie verselbstständigt. Ja? Über das vernünftige Verständnis eines solch komplexen Systems, das erst ganz oft nachgewiesen werden muss, bis man sich sicher sein kann, dass es wirklich so ist, hinaus. Und daran ist jetzt unter anderem der Wohleben schuld, wenn man so möchte, weil er das völlig überinterpretiert hat. Frau Simant hat es wahrscheinlich auch schon ziemlich stark interpretiert. Man könnte auch überinterpretiert sagen, nicht gerade mit der notwendigen wissenschaftlichen Vorsicht ist sie da vorgegangen, schon gar nicht bei ihrem öffentlichen Auftritt in diesem berühmten TED-Talk, der, keine Ahnung, 80 Millionen Mal angeguckt wurde oder sowas in die Richtung. Der ist auch inspirierend, der ist großartig. Ja, leider ist er halt aus wissenschaftlicher Sicht zu weit. Und letztendlich ist das Problem. Ja? Etwas, was man nicht nachweisen konnte und was in vielen anderen Studien, ich habe ja schon erklärt, wie die Metastudie funktioniert, die da diesbezüglich gemacht hat, sich nicht wieder wiederholt hat, hat sich trotzdem überall ausgebreitet und jetzt glauben viele Leute und ich gehöre auch dazu, dass eben ein solches Netzwerk existiert. Bei mir hat die Skepsis da angefangen, wo man dieses Netzwerk dann als Argumentationsgrundlage für politische Forderungen verwendet hat, wie das der Wohleben tut. Ja? Wälder haben nur dann diese waldweite Kommunikation, wenn man sie nicht mit Rückegassen durchschneidet, weil das das Netzwerk der Pilze und Bäume durchtrennt und die Bäume auf der anderen Seite dann gar nicht mehr wissen, was die Bäume auf der wiederum anderen Seite noch tun. Ja? Oder ein Baum, der von allen Seiten von Harvester-Spuren umgeben ist, steht ganz einsam und alleine da und vereinsamt und ist emotional hochgradig belastet dadurch. So ungefähr so kann man das beim Wohlleben lesen. Das schreibt er wirklich so, ich übertreibe da nicht. Das steht da tatsächlich mehr oder weniger so drin in dem Büchlein.
Ja, und daraus resultiert dann die politische Forderung, dass Rückegassen böse sind. Jetzt sind Rückegassen tatsächlich durchaus kontrovers und gibt auch gute Gründe, möglichst wenig Rückegassen anzulegen. Da bin ich voll und ganz dabei. Aber die Zerschneidung eines nicht nachgewiesenen Waldnetzwerkes, zumindest so nicht in dieser Form in Deutschland, dass selbst wenn es es gibt, keinen nachweisbaren Effekt auf das Wachstum von Pflanzen oder deren Glück und Zufriedenheit hat, das ist dann ein Problem. Ja? Und da setzt jetzt mein Verständnis des Wood Wide Webs ein, weil ich dachte, ja, das gibt's. Ja, Zuckertransporte gibt's. Ja, möglicherweise auch zu verwandten Pflanzen. Aber nie so richtig viel. Und das ist jetzt ganz, ganz, ganz ausschlaggebend. Selbst wenn es das alles gibt, ja, wenn die anderen das nicht nachweisen konnten, außer Frau Simmernd und deren Mitarbeiter und so weiter und so fort, selbst wenn das ein Fehler der anderen war, ja, und das tatsächlich überall funktioniert und überall vorhanden ist in Naturwäldern, selbst dann ergeben die Messungen, die da gemacht wurden, lediglich, dass dieser Zuckertransport winzig ist. Minimalste Mengen von Zucker. Viel zu wenig, um auch nur irgendeinen messbaren Einfluss auf das Wachstum der entsprechenden Bäume zu haben. Ja? Daher, wenn es keinerlei Effekt hat, dann kann man da auch schlecht den Willen des Baumes unterstellen, seinen Nachwuchs zu säugen und zu versorgen, weil in dem Fall würde er den Job verdammt schlecht machen, weil es eben viel zu wenig ist. Ja? Das ist, als wenn eine Säugetiermutter einem Kind ein winziges so ein Fingerhut voll Milch hinstellt, schluck, so, und das muss jetzt aber für die nächsten 3 Wochen reichen. So in etwa muss man sich die Mengen, die da transportiert werden, vorstellen. Also das ist wirklich lächerlich wenig. Man kann es gerade so nachweisen, es steht in keinem Verhältnis zum Verbrauch. Und Frau Simmernd und Herr Wohlleben haben das Ganze dahingehend dann ein bisschen interpretiert, dass es ja da eben ein großes Zusammenspiel und ein großes Miteinander und ein großes Habt euch lieb als super Kooperationsorganismen in der Welt der Bäume und Pilze gäbe. Ja? Aber auch das ist halt eben völliger Blödsinn bei diesen winzigen Mengen, also völlig überinterpretiert, bei diesen winzigen Mengen, die da im Umkreis sind. Außerdem, was auch schwierig wird und was dann sehr, sehr schnell in Populismus abgleitet, dem ich den Herrn Wohlleben inzwischen gerne unterstellen möchte und auch belegen kann, weshalb es meiner Meinung nach nicht mal eine Unterstellung ist. Aber hier wird dann völlig ignoriert, dass es, wie zum Beispiel auch beim Klimawandel ständig ignoriert wird, CO2 ist Pflanzendünger. Ja, das kann gar nicht schlecht sein. Und da wird dann einfach ignoriert mit so einer bekloppten Aussage. Das ist zwar richtig, CO2 ist Pflanzendünger in gewisser Weise. Ja, die Photosynthese benötigt CO2, sonst funktioniert die hinten und vorne gar nicht. Aber das kann zweierlei Dinge bewirken. Ja, CO2 kann Pflanzendünger sein, gleichzeitig aber die Temperatur der Erdatmosphäre erhöhen. Das ist kein Widerspruch. So, und wenn du jetzt sagst, Bäume sind suprakooperative Organismen, dann ist das aber leider trotzdem kein Widerspruch dazu, dass Bäume nachweislich, und das wissen wir schon seit 300 Jahren mindestens, auch Konkurrenz betreiben und aktiv andere Pflanzen, andere Tiere, andere Pilze, auch das, umbringen, um selbst einen eigenen Vorteil zu erlangen, um selbst am Leben zu erbleiben. Und es gibt ja nicht nur Symbiose zwischen Baum und Fußpilz, sondern der Pilz, anderer Pilz, nicht der Fußpilz, aber ist auch gleichzeitig der ärgste Feind des Baumes, der dann in Form von Baumpilz oben am Stamm, ja, Zunderschwamm ist so ein beliebter bei Buche, der ziemlich tödlich für die Buche ist, ja, die bringen sich auch gegenseitig um. Während zum Beispiel auch die Walnuss steht im Ruf, allelopathisch zu sein, bedeutet, die schmeißt mit ihren eigenen Blättern Gift auf den Boden, nennt sich Jubon, nach Jugendlands Regia, ne, der Name von der Nuss. Und dieses Jubon killt zum Beispiel diverse Verjüngungen anderer Pflanzen. Also auch hier wieder biologische Kriegsführung. Und ansonsten, wenn es nicht biologische Kriegsführung ist, dann ist es ein Kampf ums Licht. Wer zuerst oben ist, schmeißt zuerst Schatten. Alle anderen leiden im Schatten und gehen gegebenenfalls ein, weil sie nicht genügend Licht bekommen. Und all diese Prozesse der Konkurrenz finden auch parallel, garantiert, hundertprozentig sicher
in Wäldern statt, in denen gleichzeitig diese vermutete Symbiose und dieses vermutete harmonische Säugen der eigenen Nachkommen, die man gleichzeitig beschattet und die in den nächsten Jahren eingehen werden, wenn man sich zum Beispiel den Buchenwald angucken. Ja, da steht wohl immer Jungbuche unten rum. Ja, die meiste Zeit einer natürlichen Buchenwaldentwicklung steht da Jungbuche unten rum. Aber das ist eine Ausfallversicherung, falls die Altbuche umfällt. Fällt die Altbuche nicht um, stirbt die Jungbuche nach wenigen Jahren ab. Oder spätestens nach ein paar Jahrzehnten, für Buchenverhältnisse also immer noch eine relativ kurze Zeit, weil sie nie genügend Licht bekommt und sich der Altbaum eben auch nicht leisten kann, dieses fehlende Licht, diese enorme Menge an fehlendem Licht durch Wurzelverwachsung, durch das Pilznetzwerk mit Zuckerlösung und Säugen der eigenen Nachkommen zu kompensieren. Das findet nicht statt. Ja, jedenfalls nicht in einem Ausmaß, dass es irgendwie relevant wäre. Vorherrschend ist Konkurrenz. Was es natürlich gibt an Zusammenarbeit, formuliere das immer so schön mit Militärbündnissen, so kann man sich das vorstellen, in dem Versuch, sich gegenseitig umzubringen, in fast alle Lebewesen, zum eigenen Vorteil natürlich, durchführen. Da gibt es schon Möglichkeiten, sich zusammenzutun und sozusagen Allianzen zu schließen, um gemeinsam alle anderen umzubringen. Beispielsweise ist der Buchenwald durchaus als sehr, sehr sich ausbreitender, konkurrenzstarker und damit quasi für andere Waldtypen tödlicher Wald, ist durchaus Harmonie zu finden in so einem Wald. Ja, mit den Frühjahrsblühern zum Beispiel, die einfach dann da sind, wenn die Buche noch gar kein Interesse daran hat, da zu sein, weil sie mit den Blättern ja erst relativ spät austreibt. Und die Frühjahrsblüher können bis dahin treiben, weil sie lustig sind und leben daher auch im Buchenwald ohne wirkliche Konkurrenz, weil sie dadurch räumliche bzw. zeitliche Tricks einfach ausweichen. Ja? Ansonsten kommst du gegen die Buche nicht an. Und ausgerechnet die Buche, sozusagen der aggressivste Baum, den wir in Deutschland haben, wenn man das so formulieren möchte, und wenn der Herr Wohlleben dauernd so Begriffe wie Harmonie und so weiter und so fort bringt, dann bringe ich halt, die Buche ist Deutschlands aggressivster Baum, der alle anderen erfolgreich umbringt und daher streng genommen unser häufigster Baum wäre, wenn wir nicht mit der Motorsäge nachhelfen würden, dass auch nochmal ein bisschen was anderes wächst. Ja, so kann man das auch interpretieren. Das ist die gleiche Vorgehensweise wie bei Wohlleben. Wir malen uns eine Märchenwelt und lassen alles weg, was uns nicht passt. Und damit sind wir beim Zitat vom Anfang. Und vereinfachen und missinterpretieren und spekulieren. Und was wir spekulieren, verkaufen wir dann als geheimes Wissen. Ja, das kann ich genauso in die andere Richtung machen, ist dann natürlich genauso falsch wie beim Wohlleben. Die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen, beziehungsweise die kennen wir noch nicht genau, weil mehr Forschungsbedarf besteht. So, und um jetzt langsam zu einem Ende zu kommen, die Intention eines, das geheime Netzwerk des Waldes gibt es so nicht, Artikels in Nature, ist nicht, diejenigen runterzumachen, die das die ganze Zeit behaupten. Es ist vielleicht ein Stück weit dabei, dass mindestens die Fachwelt sich wieder daran erinnert, weil sie selber auf den Zug mit aufgesprungen ist, und das ist wirklich gesagt in großen Teilen passiert und auch mir eben, dass es diese ganzen Netzwerke gibt, dass man sich klar macht, dass das sehr unwahrscheinlich ist oder zum jetzigen Forschungsstand noch sehr unwahrscheinlich ist. Und zu behaupten, dass die felsenfest existieren und danach irgendwie die Forstwirtschaft ausrichten zu wollen, ja, das ist dann letzten Endes quasi Religion, weil die Faktenlage sowas definitiv nicht hergibt. Und da müsste man dann schon dran glauben. Von Wissen kann hier keine Rede sein. Ja? Auch nicht von, es ist wahrscheinlich so. Häufig in den empirischen Wissenschaften wird ja oder nein, ja mit ja, so zu 69% ja ersetzt. Das ist halt eben nun mal unser Ding als empirische Forscher, dass wir wegen der Komplexität der Sachverhalte, die wir untersuchen, den vielen Einflussfaktoren, die damit reinspielen, also ich sage jetzt wir, ich praktiziere das ja nicht, aber ich habe das mal gelernt, dass da ja dann eben richtig oder falsch durch letztendlich einen Prozentwert ersetzt wird, mit dem man davon ausgehen kann, dass die Aussage, die hier gemacht wurde, sehr wahrscheinlich oder nicht sehr wahrscheinlich ist. Und im Fall von waldweiten Netzwerken mit waldweiter, baumübergreifender und artenübergreifender Kommunikation
Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Um genau zu sein, ziemlich, ziemlich unwahrscheinlich, dass das weltweit grundsätzlich überall so existiert. Außer wir machen noch viel, viel, viel mehr Forschung und dann ändert sich an der Datenlage was und dann muss man auch natürlich zur Aussage, wie wahrscheinlich ist es, dass es das gibt, ebenfalls eine Änderung durchführen. Ja, in der Wissenschaft ist halt, das ist halt leider so, das ist, macht manchmal die Wissenschaft auch ein bisschen schwierig nachvollziehbar für Nichtwissenschaftler oder beziehungsweise auch für Wissenschaftler zu einer blöden Sache. Wir können immer nur den aktuellen Kenntnisstand abgeben. Und den aktuellen Kenntnisstand, der wird sich sofort verändern. Sobald wir irgendwo was Neues dazugelernt haben, wird das das Gesamtbild beeinflussen. Und damit entsteht dann in der breiten Masse gerne der Eindruck, ja, heute so, morgen anders. So muss es aber sein, weil wir neue Erkenntnisse ja auch nicht ignorieren können. Und da wir ständig dazulernen, das ist ja auch gut so, ändert sich halt ständig auch was. Und deswegen muss ein Wissenschaftler, wenn er seriös sein will, tatsächlich heute so und morgen anders sagen, wenn sich eben die Datenlage geändert hat. Das ist dann ganz, ganz schwierig, gerade auch wenn Politiker das umsetzen sollen oder umsetzen wollen oder irgendwie sich darauf beziehen, dass die dann halt auch heute mal so und morgen anders sagen können, selbst wenn sie auf dem aktuellsten Stand der Forschung sind und ein Politiker sind, den die Wissenschaft überhaupt interessiert. Gibt es ja auch durchaus welche, die, wenn überhaupt, nur instrumentalisieren, um gerade ihre eigenen Interessen durchzusetzen und alle andere Forschung, die nicht ihren Interessen entspricht, hinten runterfallen lassen. Und das ist im Prinzip ja auch eben, was der Wohleben seit Jahren macht. Er guckt sich immer die Studien an und behauptet mit den Studien, die er sich da angeguckt hat, dass das die Meinung der Wissenschaft sei, die ihn interessieren oder in denen drinsteht, was zu seinem Weltbild passt und was da halt nicht dazu gehört, das wird ignoriert. Und inzwischen hat er beim Lanz neulich zugegeben, da saß er mal wieder, ist er sogar dazu übergegangen, die Forstwissenschaften grundsätzlich nicht als relevant anzusehen, weil die haben ja ein Interesse am Holzverkauf und daher arbeitet er nur mit seriösen Wissenschaftlern zusammen. Das Gleiche hat er übrigens in einer privaten Diskussion, die mir mal zugespielt ist, ich habe Spione, auch über mich gesagt. Deshalb, wenn jetzt wieder jemand um die Ecke kommt und meint, wir sollen uns mal zusammensetzen und im Grunde wollen wir doch beide dasselbe, das stimmt nicht. Der Herr Wohleben will überall Urwälder haben. Ich will einen kleinen Teil Urwälder haben und bin ansonsten davon überzeugt, dass es ohne Nutzwälder keine Zukunft für die Menschheit geben wird. Daher, nein, wir wollen nicht beide dasselbe. Dass wir den Wald toll finden, darin stimmen wir überein. Aber da er mich für unseriös hält, wird er sich sowieso nicht mit mir unterhalten wollen. Also bitte spart euch die Kommentare, eine Kooperation oder irgend sowas in der Richtung wird es mit Sicherheit nicht geben. Da bin ich einer von vielen Forstwissenschaftlern, die den Wohleben gefressen haben, um es mal auf Badisch zu formulieren. Wir mögen diesen Mann nicht besonders. Und auch wenn das nicht besonders professionell ist, ich denke, es ist in beiderlei Interesse, wenn wir uns nicht persönlich kennenlernen. Ja? Ich versuche immer noch höflich in meiner Kritik zu bleiben und auch menschlich nicht anzugreifen. Ich habe auch menschlich überhaupt nichts an dem Mann auszusetzen. Scheint sogar ein ganz sympathischer Herr zu sein. Aber nee, das führt zu nichts. Ja? Und Tatsache allein, dass er wesentliche Erkenntnisse der Wissenschaft, weil sie die Forstwissenschaft ist, einfach ignoriert und einen kompletten Zweig von Wissenschaft, und zwar genau der Fachwissenschaft, die für Waldökosystemsfragen relevant wäre, ignoriert, mit so jemandem kann ich auch nicht reden. Wie soll das gehen? Dann bringe ich irgendwelche Fakten, die aus einer forstwissenschaftlichen, im weiteren Sinne Untersuchung stammen, die Fakten sind, die von seriösen Wissenschaftlern unter Einhaltung der wissenschaftlichen Neutralität und Objektivität erbracht wurden und der Wohleben erkennt die nicht an, weil er sagt, nee, Forstwissenschaft ist böse. Der Wohleben ist ein Populist, ist ganz einfach. Ne? Also im Prinzip ist das so ähnlich wie beim Klimawandelleugner, der sagt, nee, Physiker, das sind keine seriösen Wissenschaftler. Auf die höre ich nicht. Ich höre nur auf, keine Ahnung, Wirtschaftsmathematiker, die das Ganze auch mal durchgerechnet haben und zu einer anderen Meinung gekommen sind als
Klimatologen, Meteorologen und so weiter und so fort. Weil die werden ja alle bezahlt von irgendeiner komischen Organisation, die im Hintergrund die Strippen in Weltgeschehen zieht und so weiter und so fort. Ja, es ist ganz nah dran an Schwurblertum, wenn man einer Fachrichtung der Wissenschaft und all ihren Mitgliedern automatisch die Kompetenz abspricht, zumal die Wissenschaftler, die Forstwissenschaftler, kein Interesse am Holzverkauf haben. Das sind Wissenschaftler, die werden fürs Forschen bezahlt, nicht fürs Holzverkaufen. Ja, auch nochmal ein wesentlicher Aspekt, der an dieser Stelle nochmal erwähnt werden sollte, meiner Meinung nach. So, und damit bin ich durch. Und ich wollte ursprünglich noch einen Verriss von Wohlleben bei Lanz machen. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal. Aber dieser wundervolle Artikel und übrigens die international geführte Diskussion um das Nature Paper, was da erschienen ist. Es gibt auch einen tollen Artikel in der New York Times, den verlinke ich euch auch mal. Wie gesagt, international. Da reden jetzt quasi alle drüber, wie sie vorher genau über dieses weltweite Netzwerk geredet haben. Und vielleicht werden ein paar Leute, ihr gehört jetzt dazu, begreifen, dass man da einfach sehr, sehr vorsichtig mit sein muss, wenn man dem World Wide Web irgendwelche krassen Auswirkungen aus Verständnis von Ökosystemen, für das Verständnis von Ökosystemen unterstellt. Ja, das mag stimmen, aber das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht und es wäre jetzt einfach Rätselraten, Wunschdenken oder eine Märchenwelt erfinden, wenn man sich wunder was vorstellt, was die Bäume miteinander kommunizieren und zu sagen haben und so weiter und so fort. Also wenn ihr Bock habt, ich empfehle euch wirklich die Links unter diesem Video. Mist, Frau hatte recht. Ich habe um 5 gesagt, ich bin eine Stunde weg. Jetzt ist kurz vor 7. Sie meinte, ja, bis 19 Uhr, ich mache dann Pizza. Scheiße. Naja, aber Frau hat immer recht. Das kennen wir ja, wer verheiratet ist, wird das schon mal erlebt haben. Wünsche euch einen schönen Abend oder was gerade bei euch ist. Bis zum nächsten Mal und ja, ich hoffe, das war ein bisschen aufschlussreich. Tschüss.